Hallo und herzlich willkommen. Zur Abschlusspräsentation von Jugendtakt nach einem langen, langen Wochenende. Es fühlt sich immer irgendwie so mega lang an und in Wahrheit sind es halt echt nur 2 Tage. Also Freitag ist Ankommen, Freitag ist so Themenfindung, Freitag ist Kennenlernen, Samstag ist dann irgendwie eigentlich nur ein Tag, in dem mega viel passiert und dann ist schon wieder Sonntag, also jetzt. Komisches Wochenende, aber cooles Wochenende. Vor allem der Vorteil ist, die Jugendlichen, die können das noch besser als wir alten Leute, die ja mentorieren. Für alle diejenigen, also jetzt die ganzen Jugendlichen waren jetzt das ganze Wochenende bei Jugendtakt und die Mentoris wissen auch, was Jugendtakt ist, aber es sind ja jetzt auch ganz viele Eltern, Gäste, Verwandte, Freunde da, die wissen möchten, was eigentlich Jugendtakt ist. Was ist Jugendtakt, Ilona? Jugendtakt ist ein Format, das ist entstanden vor einigen Jahren. Vorher hat man gerade noch so 2 Logos gesehen. Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade haben sich so Jugendtakt überlegt. Mittlerweile ist das Jugendtakt-Netzwerk ganz, ganz groß. Und genau, es ist ein Wochenende, in dem überlegt wird, wie man mit Code die Welt ein bisschen verbessern kann. Die Welt ist halt immer so, was ist die Welt und vor allem welche Probleme und ist recht groß. Und dann kommt man drauf, die kann man echt im sehr Kleinen recht auswirkungsvoll verändern. Genau. So ist Jugendtakt. Jugendtakt passiert mit tollen Teilnehmenden und tollen MentorInnen, die eben da gemeinsam arbeiten. Und wir sind da in Ulm auch nicht ganz allein. Also man hört es am Dialekt schon ein bisschen. Ilona kommt aus Berlin. Also gerade aktuell. Sie ist bei Open Knowledge, Mediale Pfade. Das sind immer die 2, wo man nicht genau weiß, wer wo ist. Mediale Pfade, das ist der Verein für Medienbildung in Berlin. Die Open Knowledge Foundation, auch ein gemeinnütziger Verein in Berlin. Und angefangen hat es mit Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation in Berlin, eben mit einem Einzelevent 2013 mit 60 Teilnehmenden. 2015 kamen dann die ersten regionalen Ableger dazu, eben in Ulm. Damals war noch Hamburg auch dabei. Über die Jahre hinweg gab es auch viele internationale Austauschveranstaltungen. 2016 durften einige Jugendliche mit nach Südkorea fliegen, nicht fahren zum Austauschprogramm. Letztes Jahr waren ganz viele in Taiwan, Japan und Hongkong. Und wir sind mittlerweile eine richtig große Familie. Wir sind sogar mittlerweile in der Schweiz und in Österreich. Genau, wo dann eher mein Dialekt herkommt. Ja, was ist das für eins Verschwörhaus? Gute Frage, das habe ich mich auch gefragt. Für mich ist es so eine wunderbare Höhle, wo man sich wunderbar verlaufen kann. Aber vielleicht kann Stefan ein bisschen mehr darüber sagen, was denn eins Verschwörhaus ist. Da kommt nämlich auch Jugendtakt ins Spiel. 2015 haben wir angefangen, Jugendtakt zu machen, damals an der Uni. Und wir haben uns gesagt, eigentlich sowas, so ein wunderbares Wochenende möchten wir nicht nur einmal im Jahr oben weit ab vom Schuss haben, sondern wir möchten einen Raum haben, wo junge Menschen, die mit Kreativität die Welt verbessern möchten, das ganze Jahr einen Anlaufpunkt haben, um kreative Dinge machen zu können. Und das ist vor 2 Jahren Realität geworden. Wir haben jetzt im Sommer das 2-jährige Jubiläum gefeiert und das ist einfach von jung bis alt, generationenübergreifend, alle Gesellschaften, alle Teile der Gesellschaft sind eingeladen, dort mitzumachen und über der Hauptüberschrift eigentlich coolen Scheiß zu machen. Okay. So, jetzt muss ich eben ein bisschen so mogeln. Genau, die Partnerinnen und Partner, Stefan, wer ist das hier in Ulm? Ja, natürlich das Verschwörhaus, das von der Stadt Ulm auch getragen wird. Hallo, es sind auch einige Menschen also aus städtischem Kontext hier, die ich begrüße, nicht namentlich, weil die Jugendlichen stehen im Vordergrund. Und wir haben auch SponsorInnen, also unser Hauptsponsor ist die Initiative Ulm Digital, die die Stelle auch finanziert von Jukka Weselowski, die die Hauptorga macht hier vor Ort und eben auch das Event fördert. Weitere Unterstützung, das kannst du vorlesen. Vorlesen, okay. Dann haben wir da noch die Universität Ulm, das Casino und den CCC, der nämlich das tolle Livestreaming macht. Also wir haben quasi Videoaufzeichnung der Präsentation einmal live, weil nicht alle können im wunderbaren Ulm hier sein. Und auch für die, die jetzt da sind, die können später nochmal schauen, welche Projekte es alles gab. Genau. Vielen Dank, weil alleine könnten wir so ein Wochenende halt einfach nicht stemmen. Genau, und wer noch ganz wichtig ist, sind die vielen Menschen, die noch ehrenamtlich am Wochenende hier sind. Das sind irgendwie Helferinnen, Mentorinnen,
Orga-Menschen, ganz viele Menschen. Vielleicht können die mal so ganz kurz aufstehen, dass man sieht, wer das alles ist. Es ist mehr als eine Person. Und vielleicht kriegen die mal den Applaus. Vielen Dank. Und ich kann nur, glaube ich, behaupten, es sind noch ein paar mehr, die sich gerade noch einfach ein bisschen besser verstecken. Genau. Also vielen Dank. Und wir dürfen jetzt eigentlich das Mikro abgeben an die Moderation, die jetzt durch quasi den Vorabend führt. Das Vorabendprogramm, wir machen Open End heute. Genau, ich begrüße, Sie sind nicht nur MentorInnen, sondern Sie moderieren auch die Veranstaltung heute. Hajo und Biene, bitte einen großen Applaus für die beiden. Ja, hallo. Liebe Interessierte, liebe Eltern, liebe Teilnehmis, liebe MentorInnen, schön, dass ihr alle da seid und wir freuen uns, dass wir diesen wunderbaren Vorabend wieder moderieren dürfen. Neben mir steht die Biene. Hallo. Neben mir steht der großartige Hajo. Und die erste Gruppe darf sich gerne schon mal nach vorne gesellen. Wo sind die denn? Steht mal auf, kommt mal vor. Genau, super, kommt her, steckt euch schon mal an. Oh, egal, kommt einfach her. Oh, Hajo, mir fällt was ein. Ich glaube, ich muss. Du hast doch nicht etwa. Ich glaube wirklich. Ich muss nach Hause. Ich glaube, der Herd ist noch an. Ich habe mein Herd angelassen. Also, unser Projekt heißt Ist der Herd noch an? Und wir sind auf diese Idee gekommen, da das bei mir und meiner Mutter immer wieder das Problem ist, dass wir irgendwo hin müssen, wir haben ein bisschen Zeitdruck und dann müssen wir nochmal zurückfahren, um zu gucken, ob der Herd an ist. Und wir haben uns jetzt eben was überlegt, dass man sich dann quasi auf das Handy schicken lassen kann, auf einer Website, ob der Herd eben noch an ist oder nicht und sich dann sehr viel Zeit sparen kann. Genau, technisch haben wir das gelöst, indem wir einfach einen Sensor gebaut haben, dazu später noch mehr, und eine Webseite, wie Annika schon gesagt hat, das das verbindet. Und ich finde das unglaublich schön. Wir hatten nämlich Hardware-Teil, wir hatten Backend-Teil und Frontend-Teil und keiner von uns war wirklich in irgendeinem Projekt, also in irgendeinem Teil, wo er früher schon mal gearbeitet hat. Also ich finde da unglaublich, zum Beispiel Julia, die hatte eine steile Lernkurve. Also um 13 Uhr haben wir geklatscht, weil sie das erste Programm geschrieben hat und um 19 Uhr hat sie ihre erste API gecallt. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Jetzt kommen wir mal zum Design. Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir einmal oben mit Flammen am Herd und einem angeschalteten roten Kochfeld arbeiten. Das soll bedeuten, dass der Herd angeschaltet ist und man ihn am besten nochmal ausschalten sollte. Unten sind die Flammen an den Töpfen weg und grün ist das ist die Herdplatte. Das bedeutet, es ist alles in Ordnung, man kann weitergehen. Also die Daten kommen vom Sensor, werden dort aufgesammelt und werden an eine Database geschickt, wo sie dann per Get-Request vom Frontend wieder zurückgeholt werden. Unser Backend haben wir mit Python umgesetzt und das stellt im Wesentlichen zwei Schnittstellen zur Verfügung, sodass der Sensor in die Datenbank schreiben kann und das Frontend Daten aus der Datenbank auch auslesen kann. Genau, also hier sieht man jetzt unsere Website und wir haben das so gemacht. Jetzt sieht man gerade, dass der Herd aus ist und wir probieren das doch jetzt mal, wenn man den Herd eben anhat. Jetzt warten wir kurz. Perfekt. Und jetzt sieht man eben, der Herd ist an. Das Ganze haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Und wir haben noch mehrere quasi kleinere Unterkategorien, zum Beispiel About, da haben wir eben erklärt, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen, zum Beispiel auch, was ist ein Backend, genau. Und dann, das ist unsere Hardware, wir haben das, kann man hier Kamera anmachen? Also es besteht aus zwei Bauteilen
Erstens ist es unser Prozessor und Hall-Sensor. Und das Gehäuse haben wir mit dem 3D-Drucker gedruckt. Und dann hier sieht ihr... Achso, ihr seht es. Okay. Ja. Okay. Also hier ist unser Prozessor. Hier und... Ja, danke. Und hier ist unser Sensor. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Schalter dreht, dreht sich hier der Magnet um. Und der Hall-Sensor misst es. Ja, und dann werden die Daten bearbeitet. In Zukunft könnte man sich auch vorstellen, dass man das Ganze noch ausweitet, nicht nur auf den Herd, sondern zum Beispiel auch, habe ich mein Fenster offen gelassen, habe ich die Tür offen stehen lassen. Und dass man dann praktisch so nach dem Motto Internet of Things es schafft, dass die Leute weniger Probleme haben, weil sie ihre Dinge vergessen zu tun. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für die wunderbare Präsentation. Das waren Julia, Felix, Annika, Artem, Jana, Elisabeth und Benjamin. Ich finde dieses Projekt super toll und wir haben es mit Absicht auch ganz an den Anfang gestellt, weil man sieht an diesem Beispiel, dass es hier bei Jugend Hackt nicht nur darum geht, dass sich unsere Teilnehmenden super engagiert mit Technik auseinandersetzen, Technologien lernen, sondern dass sie auch wirklich Probleme damit lösen, die Welt durch Code verbessern. Und neben der Frage, ist der Herd noch an, gibt es so eine andere Frage, die einem auch oft siedend heiß einfällt. Das ist die Frage, oh mein Gott, habe ich verpennt? Das ist eine Frage, die ist technologisch für den Fall, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen muss, durchaus gut gelöst mit dem Wecker. Es gibt aber auch Situationen, wo es nicht unbedingt von der Uhrzeit abhängig ist, wann ich aufstehen muss, sondern von anderen Kriterien. Und zu diesem Zwecke bitte ich jetzt das Team GeoClock auf die Bühne, und zwar in Vollbesetzung mit Angelo, Lukas, Maria, Jan, Aljoscha, Jonas, Sebastian, Kilian und Tim. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Wir sind das Team von GeoClock und ich bin Tim. Ich bin Lukas. Ich bin Jan. Ich bin der Kilian. Und ich bin der Jonas. Ich bin Sebastian. Ich bin der Angelo. Ich bin der Aljoscha. Und ich bin die Maria. Und gemeinsam stellen wir euch heute GeoClock vor. Mehr dazu erzählt euch jetzt Lukas. Und wer kennt denn das Problem, dass wenn man im Zug ist und zum Beispiel irgendwie schlafen möchte, dass man dann Angst hat, zu spät zur Haltestelle wieder aufzustehen und die verpasst. Bei denen es so ist, die können sich gerne mal melden. Dieses Problem haben wir mit unserer GeoClock, wollen wir das beheben, und mehr dazu erzählt euch Angelo. Also unser Wecker, der ist nicht auf Zeit basiert, also bei einem normalen Wecker stellt man ja ein, dass man so 16.45 Uhr aufgeweckt werden will. Bei unserem Wecker stellt man ein, dass man in Augsburg aufgeweckt wird. So kann man nicht zu spät oder zu früh im Zug aufgeweckt werden. Wir haben jetzt eine App programmiert und eine Webseite gemacht. Mehr zur App erzählt euch Jonas. Oh Mann, wo ist das Handy? Fehl mal die Kamera. Erzähl was. Ah ja, wir haben ein Willkommenbildschirm gemacht. Da kann man direkt einen Wecker erstellen oder die Hilfe aufrufen. Dann haben wir ein Menü gemacht für den neuen Wecker extra nochmal, dass man das auch immer findet. Und da kann man dann
per Einbindung von OpenStreetMap den Standort auswählen, wo man dann geweckt werden will. Und dann haben wir noch eine Hilfe gemacht, wo quasi einem die App erklärt wird und wie man die benutzt. Und dann haben wir noch ein paar zusätzliche Einstellungen gemacht, wie zum Beispiel, ob es während dem Klingeln auch vibrieren soll, ob es dann den Klingelton änderbar machen und um das Ganze zu testen. Jetzt zur Web-App. Also wir haben auch noch eine Web-App für die Apple-User erstellt. Dafür mussten wir HTML und JavaScript lernen. Also oben haben wir eine kleine Beschreibung gemacht. Dann darunter gibt es dann das kleine, das Jugendhack-Logo. Dann haben wir halt noch die Features aufgelistet, Dann haben wir eine Karte genommen, dann haben wir die OpenStreet-Karte genommen, wo man dann daneben auf dem Suchfeld seinen Ort eingeben kann. Wo man dann seinen Zielort auswählen kann, dann drückt man dann auf Suchen, dann kommt man dann automatisch auf der Karte zum Rathaus und wenn man dann angekommen ist, kommt dann ein Weckton sozusagen. Ist der Ton an? Scheiße. Der Ton muss an sein. Also der Ton kommt jetzt nicht. Ja. Das war unser Projekt GeoClock. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, können Sie uns persönlich später nochmal ausfragen. Vielen Dank an die Gruppe GeoClock. Ich würde vorschlagen, auch wenn es leider nicht auf dem Beamer sichtbar war, im Stream hat man es übrigens perfekt gesehen, das Kamerabild. Also das Internet hat es gesehen, nur wir hier leider nicht. Aber wir sind ja alle in einem Raum. Fragen Sie gerne die Teilnehmer nachher nochmal, ob sie sich die App angucken können. Die zeigen das sicher auf jeden Fall sehr gerne nochmal. Für die nächste Gruppe rufe ich schon mal Tobias, Achim und Jakob. Macht euch schon mal auf den Weg. Ich komme zum Beispiel vom Dorf und habe oft Probleme. Ja, manchmal ist es irgendwie schwierig. Busse fahren fast keine, Züge haben wir sowieso nicht bei uns. Und es wäre voll gut, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, mein Leben zu erleichtern. Und da hat sich diese tolle Gruppe Helfi sehr viel Gedanken darum gemacht. Einen tobenden Applaus bitte. Ja, hallo, wir sind Achim, Jakob und Tobias und ich persönlich habe auch das Problem, ich wohne auf dem Land und dort ist es oft schwierig, von einem Ort zum anderen zu kommen, da öffentliche Verkehrsmittel sehr beschränkt sind und nicht sonderlich viel fahren. Die Präsentation kommt hoffentlich gleich. Und ja, ich habe da eben das Problem, dass ich da gerne mal bei anderen Leuten mitfahren würde oder so. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir könnten doch eine App machen, in der man quasi, in die man eingeben kann, dass man von irgendwo nach irgendwo anders hin möchte. Und genauso andere Leute, die jetzt in eine Stadt fahren oder so, reinschreiben können, ja, ich fahre da mit und ich kann jemanden mitnehmen. Genauso ist es mit zum Beispiel Einkäufen, wenn man jetzt sagt, ja, ich fahre einkaufen, vielleicht kann ich anderen Leuten was mitnehmen, dann kann man das auch in diese App reinschreiben. Und ja, das war so unsere Idee. Genau, und dazu können wir eine kurze Live-Demo zeigen.
wenn es jetzt hoffentlich funktioniert. Da kommt's. Genau, also das ist erstmal eine Startseite, auf der sieht man unterschiedliche Dinge. Also primär haben wir uns dieses Wochenende mit dieser Mitfahrenmöglichkeit beschäftigt. Und dann müssen wir halt erstmal einen Standort eingeben, wo wir gerade sind. Und das können wir auch automatisiert mit diesem tollen Symbol hier machen. Wenn wir da draufklicken, werden wir vom Browser gefragt, ob wir das erlauben möchten. Und dann wird hier unsere Adresse in etwa eingefügt, also das ist jetzt ein Gebäude in der Nähe. Und dann sehen wir halt darunter direkt die Fahrten, die angeboten werden von diesem Gebäude aus oder halt die dort enden in einem bestimmten Radius. Und dort sehen wir zum Beispiel, wenn wir selber die Strecke fahren, können wir dann anbieten, jemanden da mitzunehmen oder wir können halt nachfragen, ob jemand anderes die Strecke fährt und uns dann helfen lassen, dass wir dahin kommen. Alternativ kann man natürlich auch, wenn man sagt, da ist noch nichts, was ich brauche, dann kann man sagen, eine neue Fahrt erstellen. Und dann kann man da halt auch Ort und Ziel angeben und dann halt eine Uhrzeit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich zum Hauptbahnhof müssen, das müssen ja hier einige, dann können wir darüber fragen, wer fährt da hin und dann von denen mitgenommen werden. Und dazu haben wir halt ja nicht nur diese Mitfahrenfunktion, sondern auch noch hier andere Hilfen, heißt das hier jetzt. Und da sehen wir jetzt einfach nur mal so einen Standardeintrag, wo halt einfach jemand in dem Fall 10 Kilo Kartoffeln braucht. Ja, genau. Gelöst haben wir das Ganze dann mit einer Web-App, sieht man ja. Und das Frontend haben wir mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Und das Backend mit PHP und MySQL. Ja genau, hier sieht man das nochmal in Form von mobiler Ansicht. Und ja genau, wie schon gesagt, ist das so. Und die Pläne für die Zukunft wären nur, dass man das mit dem Einkäufe mitbringen noch erweitert. Und halt auch mit so kleinen Jobs, zum Beispiel Gartenarbeiter, Hackerschneider, irgend sowas. Und dann noch als Progressive Web App, damit man das halt direkt auf dem Handy ohne Browser hat. Hier sind dann nur unsere Links von GitHub und Hackdash. Und das war's soweit mit unserer Präsentation. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank an Tobias, Achim und Jakob für die wunderbare Präsentation. Ich muss sagen, mich hat's schon beim Namen gepackt. Healthy, das klingt gut. Das klingt nach Unterstützung, es klingt nach Menschen teilhaben lassen am Leben und ich versuche jetzt auf die Art, Sie merken es, die Brücke zu schlagen, die Überleitung zum nächsten Projekt, für das sich Tom, Marvin, Marco und Raphael auch schon mal bereit machen dürfen. Sich schon bereit gemacht haben, super, ihr könnt schon mal vorkommen. Genau, die haben sich eines Themas angenommen, das auch also ein Forschungsthema auch ist im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, nämlich die Interaktion zwischen Menschen mit Einschränkungen und Maschinen. Und sie haben eine wunderbare Lösung geschaffen. Und ich glaube, ihr seid soweit. Ich muss nicht mehr. Meine Schuldigkeit ist getan. Super, alles klar. Das ist eure Bühne. Hi, wir sind Team BlindEye und wir wollen euch heute BlindEye vorstellen. Also es gibt allerlei Probleme auf dieser Welt. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel, dass in Städten viele Veränderungen oft stattfinden. Dafür haben wir uns die Lösung ausgedacht, und zwar BlindEye. Diese ist jetzt explizit für blinde Menschen gedacht. Und zwar hilft diese App den blinden Menschen, sich besser zu orientieren. Also wir haben zwei verschiedene Apps entwickelt. Einmal die App für Sehende. Da kann man in eine Karte Markierungen setzen. Wenn in einer Stadt zum Beispiel eine Treppe gebaut wird, kann ein Sehender dies dort eintragen. Oder wenn eine Information falsch ist, dies auch wieder rauslöschen. Die App für Blinde ist einfach ein schwarzer Bildschirm, wo man dann per Sprachausgabe, also die Blinden,
die Hindernisse in der Umgebung ausgegeben bekommen. Mit der Funktionsweise geht das so: Alle 10 Sekunden wird auf Hindernisse in der Umgebung der Person gesucht. Und wenn ein Hindernis gefunden ist, wird es per Sprachausgabe der Person Zuhören gegeben. Naja. Außerdem werden Offline-Karten auf dem Handy gespeichert, per WLAN aktualisiert. Die verwendeten Sprachen sind unter anderem Kotlin für unsere 2 Android-Apps und Node.js für unser Backend in JavaScript, also unsere API, wo dann auch die ganzen Daten drinstehen. Und wir haben noch ein paar Ideen für die Zukunft gehabt, beziehungsweise Verbesserungen. Unter anderem wollten wir noch Einbindung von Wetter- und Verkehrsdaten, damit die blinden Leute dann auch noch mehr Informationen aus ihrer Umwelt wissen können. Und dann wollten wir auch noch eine iOS-App machen, damit dann eben alle blinden Leute das nutzen können und nicht nur die Leute, die jetzt Android haben, wie wir es jetzt erstmal geplant hatten. Und wir wollen auch noch das Ausführen der App für Blinde im Hintergrund ermöglichen, weil derzeit kann man sich nicht mehr orientieren, wenn man das Handy ausschaltet, weil das GPS dann nicht mehr funktioniert. Wir zeigen jetzt mal noch eine Demo. Okay, also wir beginnen damit. Ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch, ich kann sehen. Und ich öffne jetzt die App, weil ich hier gesehen habe, oh, vor dem Haus ist ein Hindernis, da ist eine Treppe. Ich drücke hier drauf. Die App zeigt jetzt meinen Standort an. Ich kann jetzt hier oben rechts drauf drücken, um näher an meinen Standort ran zu zoomen. Und dann kann ich hier einfach irgendwo drücken, wo jetzt in dem Fall die Treppe ist. Das ist ungefähr hier. Und jetzt gebe ich hier ein, Treppe, und drücke auf Hinzufügen. Und jetzt sehen wir hier, da ist eine Treppe. Das neue Hindernis, Treppe. Jetzt wechseln wir mal auf die Ansicht des Handys eines Blinden. Und wir sollten jetzt hier, sobald wir uns etwas bewegen und das Handy mitbekommt, dass wir dort sind, eine Meldung bekommen, dass es hier ein Hindernis gibt. Es kann sein, dass es jetzt nicht so gut funktioniert, weil wir hier drin kein so ein gutes GPS-Signal haben und auch nicht uns so weiträumig bewegen können wegen dem Kabel. Funktioniert irgendwie nicht. Ja. Vorführeffekt. Starten wir mal die App neu, vielleicht funktioniert es dann. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Jedenfalls hätte hier jetzt einen Hinweis per Sprachausgabe kommen sollen, damit die Blinden Bescheid wissen, dass hier ein Hindernis ist. Ja, wir wollen uns bei Ihnen für eure Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön. Vielen Dank, Tom, Marvin, Marco und Raphael. Hier nochmal die gleiche Anmerkung. Fragen Sie ruhig nachher die Teilnehmer, die können das vielleicht draußen nochmal super toll vorführen, wenn dann auch wirklich guter GPS-Empfang da ist, dann klappt das auch viel besser. Cool, danke. Was mir übrigens auch bei der Gruppe noch besonders gut gefallen hat, ist die Idee, dass man auch als nicht technikaffiner Mensch super gut helfen kann in dem Projekt, indem man einfach in der App die Treppen und Hindernisse eintragen kann, ohne dass man jetzt irgendwie programmieren können muss. Also kann jeder irgendwie teilhaben und an der Gesellschaft und nicht oder schlecht sehenden Menschen helfen. Für die nächste Gruppe rufe ich schon mal Lars, Jonathan und Tess auf die Bühne. Die haben sich ganz viel Gedanken um den Schulalltag gemacht, wie man den verbessern kann, wie man sich auch vielleicht selbst in der Schule verbessern kann. Und vor allem ganz großes Motto: Kommunikation. Bühne frei.
perfekt. Also, kennen wir nicht alle, kennen oder kannten wir nicht alle das Problem. Wir hatten ganz viele Noten in unserer Schule, in unserer Laufbahn von diesem letzten vergangenen Schuljahr. Aber wir haben keine Ahnung, in welchem Fach wir welche Noten hatten oder auch, wie wir uns in dem Fach verbessert oder verschlechtert haben. Und wenn man dann genauso das Problem wie ich hat, erstmal zu sagen, Blätter sind altmodisch, ich will nichts auf Blättern ausrechnen und außerdem, ich kann nicht Kopf rechnen. Warum schreibt man sich dann nicht einfach ein Programm oder schreibt es in eine Excel-Tabelle, um sich den Durchschnitt ausrechnen zu lassen? Mein Mathelehrer hat mir immer gesagt, naja, im Matheunterricht lernt man doch, wie man einen Durchschnitt bildet, deswegen kann man das auch auf dem Papier machen. Ich habe mir gedacht, gut, ich kann programmieren, ich schreibe einfach mal ein Programm, das es mir macht. Informatiker sind faul, Entschuldigung. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, ein Programm zu schreiben, das übersetzt Lernen heißt, also Manabu, weil wir auch ziemlich viel an diesem Programm gelernt haben, indem man einfach seine Noten eingeben kann und dadurch dann nach Fächern sortiert den Durchschnitt bekommt. Also wir zeigen euch das jetzt kurz. Wir haben hier eine Web-App, wie schon gesagt. Am Anfang mit einem Login, indem wir uns mit einem Nutzername und einem Passwort anmelden, damit nicht jeden seine Noten einsehen kann. Sobald wir uns angemeldet haben, kommen wir auf ein Interface, in dem man einen Baum hat, weil es ist für unsere Meinung nach eine sehr schöne Darstellungsweise für alle möglichen Fächer. Ein Baum oder ein Interface, wie wir es hier sehen, auf dem alle möglichen Fächer, die man hat und in welchen man Noten hat, dargestellt werden. Man kann einfach auf eins von diesen draufklicken. Wir sehen auch dahinter jeweils den Durchschnitt. Und sobald wir draufgeklickt haben, sehen wir alle möglichen Noten, die wir jetzt schon in diesem Schuljahr oder in der Periode, in der wir die Noten eingetragen haben, in diesem Fach hatten. Wir sehen hier jeweils die Note und die Gewichtung, weil Klassenarbeiten und mündliche Noten oder Ähnliches nicht immer gleich viel mit in die Note mit einfließen. Natürlich können wir jetzt auch eine neue Klassenarbeit anlegen, in Anführungszeichen. Heißt, wenn wir eine neue Klassenarbeit geschrieben haben, zurückbekommen haben, sagen wir, in welchem Fach wir diese Klassenarbeit geschrieben haben oder die mündliche Note bekommen haben, können eine Note eingeben und deren Gewichtung. Haben das mit Kommazahlen gelöst, einfach weil es am übersichtlichsten ist. Wir tragen die ein. Und damit Leute auch eine 1 plus schreiben können. Gibt's immer. Und wir tragen die ein und werden auf die Seite weitergeleitet von dem Fach. Wir sehen, ganz unten ist jetzt die neue Note eingetragen und der Durchschnitt hat sich aktualisiert. Auch ganz wichtig ist, dass man sich wieder abmelden kann. Und jetzt kann man nicht mehr drauf zugreifen. Auch eine kleine Sache, die relativ wichtig ist. Sobald man abgemeldet ist, kann man nicht mehr auf die vorherige Seite zugreifen. Also kann auch niemand über euren Browserverlauf eure Noten einsehen. Was uns schon weiter zum Technischen bringt. Natürlich haben wir das Ganze hier als Web-App gestaltet. Bedeutet, das Frontend ist mit HTML und CSS gemacht. Und im Hintergrund läuft, wie auch bei einer anderen Gruppe, eine Datenbank mit MySQL, in der wir dann die Noten speichern, die Nutzer speichern, die dann natürlich auch ihr Passwort ändern können, beziehungsweise nach Fächern sortieren. Nochmal weiter, da wir natürlich mit sensiblen Daten umgehen, muss das Passwort auch gut geschützt sein. Da benutzen wir eine Funktion, die ein Passwort unsichtbar, in Anführungszeichen, in die Datenbank schreibt. Für die, die wissen, was es ist, ein Hash. Dadurch kann man eben dann nicht mehr zurückvollziehen, was für ein Passwort man eingegeben hat, aber das Programm kann immer noch überprüfen, ob das Passwort, das man zum Einmelden hat, richtig war. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, nichts mehr. Genau, es gibt nur eine Sache. Schulen können es relativ einfach installieren. Da wir noch eine Dokumentation schreiben werden hier auch ein paar Sachen noch nicht ganz fertig, da hat uns leider die Zeit nicht gereicht. Die werden wir noch verändern oder können wir noch verändern in Zukunft. Und wir wollen nämlich noch unsere Designerin gratulieren, dass sie wirklich den Baum sehr toll gezeichnet hat. Und da bitte ich nochmal um Applaus. Vielen Dank, Lars, Jonathan und Tess, für diese wunderbare Präsentation. Mir hat das Projekt sehr gut gefallen. Ja.
Euer Applaus. Mir hat dieses Projekt sehr gut gefallen, weil es zeigt, dass moderne Technologien, Umgang mit neuen Technologien nicht nur bedeutet, wir kaufen uns ein teures Gadget und dann eine teure Anwendung oder noch schlimmer, eine kostenlose Anwendung, die dafür unsere Daten abgreift und daraus auf irgendwelche mysteriösen Arten Gewinn generiert, sondern wir können uns auch selber helfen, wir können mit IT-Wissen, mit Code-Wissen, mit Wissen über moderne Technik uns selber in unserem Alltag behelfen und unsere Probleme lösen, die wir direkt in unserem Leben haben. Und in eine ähnliche Richtung geht das nächste Projekt. Hinter der Bühne haben sich schon Corinna und Lena fertig gemacht, die ich an dieser Stelle mal rein bitte. Auch Corinna und Lena haben sich mit einem Problem beschäftigt aus ihrem unmittelbaren Umfeld, aus ihrem unmittelbaren Leben. Denn sowohl Corinna als auch Lena betreiben leidenschaftlich gerne Wassersport. Und da gibt's ein Problem, für das die beiden gerne eine Lösung hätten und das sie jetzt für sich selbst gelöst haben. Und ich denke, an dieser Stelle übergebe ich die Bühne an euch. Also unser Projekt heißt Strandempfehlung. Eigentlich sollte man es jetzt hier sehen können. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja immer verschiedene Aktivitäten, die man am Strand machen kann. Zum Beispiel, manche wollen nur baden gehen oder halt am Strand sich hinlegen. Manche wollen Kitesurfen oder Windsurfen oder segeln. Und für alles braucht man ja unterschiedliche Indikatoren, sowie Temperatur, Windstärke oder Windrichtung. Und wir haben uns überlegt, auf unserer Website kann man dann eingeben, in welche Regionen in Frage kommen würden für einen selbst und welche Aktivität man machen möchte. Und wenn man das dann auswählt, kann unsere App jetzt, unsere Website im Moment ausgeben, die Temperatur. Es sucht dann immer die wärmste Temperatur, jetzt zum Beispiel fürs Baden, raus und zeigt genau diese dann an. Und wenn es mehrere Orte hat, die die gleiche Temperatur haben, dann gibt es eben beide Orte aus, dann kann man es sich selber aussuchen. Wir zeigen dann gleich auch noch eine Demo, wenn es funktioniert. Aber ich kann ja schon mal was zum technischen Hintergrund sagen. Die Website haben wir mit HTML und CSS programmiert, also den typischen Website-Sprachen. Und das Backend, das haben wir mit Python programmiert. Also da kann man unsere Website sehen. Wir können auch jetzt gleich mal eine Live-Demo machen. Das heißt, wir geben in dem Suchfeld da eine Stadt ein oder mehrere Städte, wo man zum Beispiel jetzt gerne hinkommen würde. Das muss nicht unbedingt realistisch sein. Also man kann zum Beispiel auch München eingeben, wobei da kein Strand ist. Und dann sucht man sich eben eine Aktivität aus. Das ist auch so, dass man sich nur eine Sache aussuchen kann, da ja je nach Sache unterschiedlich die Windbedingungen sein müssen. Und deswegen ist es eben so, dass man nur eine Sache auswählen kann. Man möchte ja zum Beispiel nicht gleichzeitig Wind und Kitesurfen, sondern nur eine Sache machen. Und jetzt gehen wir auf Bester Strand. Das sendet das Ganze dann zurück. Und wenn wir Internet hätten, dann würde das funktionieren. Das Internet ist, glaube ich, im Moment wieder weg. Und theoretisch müsste uns das jetzt die beste Stadt ausgeben. Das Ganze haben wir, wie gesagt, ja schon mit HTML und CSS gemacht. Da können wir auch noch mal kurz den Code zeigen. Den sehen Sie hier. Das ist der für HTML. Und das Backend haben wir in Python geschrieben. Da haben wir auch noch den Code da. Und das wertet letztendlich die Daten aus und schaut, welches der beste Strand ist. Und natürlich muss man irgendwie schauen, welcher jetzt der beste Strand ist. Und diese Kriterien machen wir über Wetterdaten. Die Wetterdaten haben wir von einer Website, die heißt Open Weather Map. Und da werden Wetterdaten für alle öffentlich zugänglich dargestellt. Und mit einer API konnten wir uns die dann praktisch in unser Programm reinholen. Und dann haben wir die ausgewertet. Wir brauchen aber nicht alle Daten, sondern nur bestimmte, nämlich die Temperatur, die Windrichtung, die Windstärke und die Regenwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir eben jetzt im Moment nur die Temperatur eingebaut. Das heißt, mit dieses Python-Programm sucht raus, welcher Ort jetzt die wärmste Temperatur hat und gibt den am Schluss aus. Und es ist auch so, das haben wir ja schon gesagt, wenn zwei Orte die gleiche Temperatur haben, kann man sich selbst entscheiden, wo man hingeht. Dann werden beide Orte mit der Temperatur ausgegeben.
unsere Zukunft ist, dass wir eben einmal das schauen, dass wir das noch fertig machen, also dass wir noch schauen, dass wir Windrichtung weiter noch einbauen. Und zum zweiten Mal wollen wir überlegen, ob wir Webcams tracken können. Es gibt nämlich zum Beispiel von vielen Küstenorten Webcams. Und dann können wir schauen, wie überfüllt die Strände sind und dann die Leute zu dem Strand schicken, der nicht so befüllt ist wie ein anderer Strand. Das können wir auch noch mit einbauen. Das ist dann eben ein weiteres Kriterium, an welchen Strand man am besten gehen sollte. Wahnsinn. Wahnsinn, hört man mich? Ja, danke. Vielen Dank, Corinna und Lena. Ich bin total begeistert. Das ist ein super tolles Projekt, das mit offenen Daten arbeitet. Und ich habe ja noch die heimliche Hoffnung, dass das vielleicht erweitert wird auf die Baggerseen in der Umgebung. So, für die nächste Gruppe würde ich jetzt Daniel und Malia auf die Bühne bitten. Und an das Publikum hätte ich jetzt eine andere Bitte: von dieser Präsentation bitte keine Fotos anfertigen. Dankeschön. Die Gruppe hat sich Gedanken gemacht, dass... Nein, ich spoilere nichts, aber es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die einmal im Monat ein gewisses Problem hat. Das ist nämlich in etwa die Hälfte der Bevölkerung. Und was ihr euch da Cooles gedacht habt, dürft ihr jetzt selber vorstellen. Ja, oh ja, das gebe ich dir. Moment. Pardon. Wir brauchen Warteschleife Musik. Also, wir haben uns mit dem Thema Menstruation beschäftigt. Es ist ja so, dass es in unserer heutigen Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist. Und es ist ein großes Problem, dass die meisten Menstruationstracker, die es gibt, wie zum Beispiel den wir gerade uns schnell rausgesucht haben, ziemlich verpackt sind in Kitsch und Pink und Rosa und Blumen. Und auf stereotypisch weiblich gemacht sind. Doch selbst. Hallo? Doch selbst, wenn es Apps gibt, die diese Klischees nicht verfolgen, sind sie halt immer noch an Frauen adressiert. Und das ist ein Problem für Leute, die sich nicht als weiblich identifizieren und dadurch eine Dysphorie erleiden. Eine Dysphorie oder Englisch Dysphoria ist, wenn man mit einem Geschlecht assoziiert wird, dem man aber nicht angehört und deswegen Stress oder Unwohlsein sowohl psychisch als auch physisch erleidet. Deswegen haben wir uns überlegt, einen Menstruationstracker zu machen, der jetzt nicht irgendwie für Jungs ist oder für non-binary Menschen, sondern einfach für alle. Also quasi einen geschlechtsneutralen Menstruationstracker, weil er eben inklusiver ist. Ein weiteres Problem bei vielen Menstruationstrackern, die es so auf dem Markt gibt, ist der Datenschutz. Und da ist das Problem, dass die häufig nicht Open Source sind und man nicht nachvollziehen kann, wo die Daten hingehen. Viele Daten werden halt auch ausgewertet und meistens nutzt das eben nicht den menstruierenden Menschen, sondern der Wirtschaft und... Also ist unsere Idee, dass wir raus aus dieser Hashtag Rosa-Hellblau-Falle gehen? Die Rosa-Hellblau-Falle beschreibt, dass man bestimmte Farben bestimmten Geschlechtern zuordnet und sehr stereotypisch darauf beharrt, dass das so bleiben muss. Natürlich, ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass nur Frauen menstruieren, aber das ist eben nicht so. Und deswegen wollten wir halt etwas, was meistens nur damit assoziiert wird, mal ganz neutral machen. Und für alle Gender. Und das ist Shark Week. Genau. Und zwar ist Shark Week ein Programm, welches auf der Konsole ausgeführt wird. Und es ist ohne den überflüssigen Schnickschnack wie von dieser App. Als Beispiel. Es gibt noch viele andere. Also, warum eigentlich Shark Week? Erstens, der Hai ist dafür bekannt, Blut trotz milliardenfacher Verdünnung riechen zu können. Und derzeit sind wir noch nicht so weit, aber wir hatten noch vor, eine
Prognose quasi in unsere in unser Programm zu schreiben, so dass man quasi auch sagen kann, dass unser Programm quasi das Blut voraussagen kann, so wie der Hai das auch kann. Jetzt kommen wir mal zur Umsetzung. Also wie gesagt, haben wir diesen Kalender in der Konsole gemacht, weil das eben relativ genderneutral und cool aussieht. Mit dem Befehl Show können wir uns den Kalender anschauen. Die rot markierten Tage sind in der Tage, wo die Person menstruiert. Mit dem Befehl bist du. Mit dem Befehl set period kann man den Zeitraum der Menstruation bestimmen. Ich sag einfach mal jetzt den Tag 19.11.2018. Es wird nicht angezeigt, doch, es wird angezeigt. Das ist gut. Bis zum 23.11.2018. 23. Das 23. Egal. Hauptsache, es hat das gespeichert. Und zwar wird dieser Zeitraum in eine CSV-Datei geschrieben. Die kann man später auch in Excel auswerten, was ziemlich praktisch ist. Und jetzt können wir uns das mal anschauen. Ist clear. Premium. Und da unten, im November war das? Genau, im November. Sehen wir das jetzt auch. Sehen wir jetzt auch da, dass das eingetragen wurde, dass die Person menstruiert. Und das wird eben lokal gespeichert und nicht weggeschickt. Und ja, wir waren noch gerade dabei, daran zu arbeiten, dass man sagt, zum Beispiel, ich menstruiere alle 28 Tage und dass das Programm dann einen anzeigt, wann man wahrscheinlich als nächstes menstruiert. Und ja, das haben wir in Java geschrieben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns auch nachher fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an Daniel und Malia für diese wunderbare Präsentation, an der man, glaube ich, ganz deutlich sieht, dass man mit technischen Lösungen nicht nur technische Probleme lösen kann, sondern auch ganz konkret gesellschaftlich relevante Themen berühren kann. Und jetzt ist so, das war eben ein Projekt. Wir haben eben ein Projekt gesehen, bei dem man ganz konkret sagen kann, das Problem hilft dem und dem Menschen in der und der Situation. Es gibt andere Projekte, die wirken viel mehr im Hintergrund. Die wirken da, wo man es nicht so genau sieht als Laie. Und an dieser Stelle würde ich Jasper, Yannick und Martin schon mal bitten, die Bühne zu betreten. Die haben nämlich so ein Projekt gemacht, das vielen Menschen... Ja, euer Applaus... Auch das ist ein Problem. Wir brauchen einen Mini-HDMI-Adapter. Ich rede mal in der Zeit weiter. Die drei haben mit großem Engagement ein Projekt gestemmt, wo sie nicht an einer ganz konkreten Stelle auf eine sehr sichtbare Weise die Welt verbessern, sondern auf eine Art, die im Idealfall sehr unsichtbar bleibt. Denn ich habe neulich erst den schönen Satz gehört, die Technologien, die am tiefsten in unser Leben eingreifen, sind die, von denen wir gar nicht mehr merken, dass wir sie nutzen. Und ich glaube, die drei sind soweit. Seid ihr bereit? Ja, also so langsam wird's mit der Technik. Unser Projekt heißt Touch Enchantments, also kleine Zaubereien für Touch. Das betrifft jetzt nur die Menschen, die Linux benutzen. Vielleicht mal melden, wer benutzt hier Linux oder BSD von mir aus auch. Gut, und wer hat dazu noch ein Touchscreen? Gut, das sind weniger. Ja, wer es schon mal benutzt hat, weiß, es ist ein Krampf, es ist schrecklich, das mitzuerleben, Linux und Touch. Und dagegen haben wir was unternommen.
Also jetzt erstmal zur ursprünglichen Situation. Das Problem war eben, dass Linux den Touchscreen eben als Trackpad anmeldet und damit auch als Maus. Und dementsprechend muss man, wenn man etwas mit Doppelklick beispielsweise öffnen will, zweimal exakt den gleichen Pixel treffen zum Beispiel oder sowas wie einen Langklick machen, damit man einen Rechtsklick ausführt. Das gibt's gar nicht. Und gerade habe ich da lange geklickt, um einen Rechtsklick zu erzeugen. Wie man sieht, ist nichts passiert. Genau, und deswegen haben wir etwas geschrieben, genau. Der Jasper startet das Ganze jetzt mal. Genau. Und jetzt kann er beispielsweise länger drücken und dadurch wird automatisch, das wird automatisch erkannt und dadurch wird ein Rechtsklick an der Stelle ausgeführt. Auf dem Desktop hat es jetzt die Wirkung, dass man beispielsweise den Hintergrund ändern kann. Oder man kann beispielsweise auch in einem Dateimanager jetzt einfacher einen Doppelklick machen. Das seht ihr jetzt hier. Genau. So, zum Technischen. Wir haben es jetzt eben mit Python umgesetzt, damit es halt auch wirklich auf jedem System geht, was unser Ziel war. Also halt, dass es halt unter den verschiedenen Linux-Distributionen, auch FreeBSD und so, auf allen Systemen läuft, auch mit jedem Touchscreen. Haben das dann jetzt eben als Systemd-Service jetzt aktuell umgesetzt, aber versuchen es natürlich auch für alle anderen Systeme auch noch umzusetzen. Als erstes haben wir natürlich, wir benutzen jetzt ja die EVDev-Library jetzt für Python, damit wir mit Touchscreens und so mit den ganzen Events arbeiten können. Und haben jetzt dann uns als erstes dann darum gekümmert, dass wir die ganzen Touchscreens erkennen können. Und da haben wir jetzt dann erstmal eine Funktion geschrieben, mit der wir halt die ganzen erkennen, damit wir dann eine Liste haben. Geben die dann über an den ganzen, also unsere andere Klasse, an diese, mit der wir die ganzen Touchscreens machen. Das habe ich dann geschrieben, damit wir dann die ganzen Punkte lesen können und dann wirklich jeden einzelnen Touchpunkt erkennen können. Das habe ich dann eben, die habe ich dann alle in einer Array geschrieben. Und was damit gemacht wurde, erzählt er. Wir haben eine Funktion, also wir haben eine Funktion geschrieben, die hat sich letztendlich das Array genommen, hat daraus die zum einen mal die Länge vom Touch errechnet und zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Langklick ausführen wollten, hat sich es auch errechnet, wie viel man quasi den Cursor in der Zeit, wo gedrückt wird, bewegt wird. Und man hat eine Config-Datei und da kann man einstellen, wie stark quasi erlaubt ist. Und wenn eben diese bestimmten Kriterien erfüllt werden, dass zum einen der Cursor nicht zu weit bewegt wird und zum anderen eine gewisse Dauer überschritten wird, wird automatisch beim Loslassen den Rechtsklick ausgeführt. Oder eben beim Doppelklick, man schaut, wo in etwa zweimal hingeklickt wurde, welcher Zeitraum dazwischen lag, rechnet sich den Durchschnitt aus und dann kann man eben automatisch einen Doppelklick an diese Stelle ausführen. Ja, jetzt noch einmal zum Thema Toucherkennung. Wie einmal am Anfang schon angeschnitten wurde, meldet sich unter Linux ein Touchscreen leider nicht als Touchscreen an, sondern als Maus. Das bringt einem jetzt richtig viel, wenn man erkennen will, unter, ich weiß nicht wie vielen hundert Devices in /dev/input. Auf jeden Fall, das war eine Herausforderung zu erkennen, dass es jetzt eben kein Trackpad, also keine Maus ist, sondern ein Touchscreen. Gemacht haben wir das, indem wir geguckt haben, ob die Positionen, die durch einen Cursor gegeben werden, sich immer relativ auf die vorherige Position oder absolut ausgegeben werden und ob es Stift-Support gibt und so ein Quatsch. Das war eine Herausforderung, das rauszufinden. Genau, was wir damit machen möchten, ein sehr hochgestecktes Ziel. Da die Software sehr gut funktioniert, möchten wir, dass es ins nächste Debian Stable reinkommt. Also für den, der es weiß, für die, die es nicht wissen, das ist eine sehr bekannte Linux-Distribution. Ja, inzwischen kann man das Ganze recht einfach bauen durch ein einfaches Make-Install und Debian-Pakete, RPM-Pakete und EOP-PKG-Pakete gibt es bereits zum Download. Das Ganze lebt auf GitLab unter gitlab.com/jasmich.de/touchenchantments. Vielen Dank, Jasper, Yannick und Martin. Ich freue mich sehr, dass sich endlich mal jemand dieser Linux-Touchscreen-Misere annimmt. Ich gehöre nämlich auch zu dieser Minderheit, die unter Linux-Touchscreens benutzt und freue mich sehr, dass sich da endlich mal jemand drum kümmert. So, wir sind leider schon ziemlich am Ende. Eine Gruppe haben wir noch und da bitte ich jetzt Christopher, Yannick, Daniel, Simon, Henning, Fabian, Paul, Lena und Lea auf die Bühne. Kommt rum.
Diese Gruppe hat sich in Zeiten von Fake News und großen Informationsfluten sehr viel Gedanken darum gemacht, wie man dem Herr werden kann. Und ja, jetzt freue ich mich auf eure Präsentation. Bühne frei. Es wird gerade nach VGA HDMI gefragt. Habt ihr? Alles klar. Dann leg los. Kannst du ein bisschen mehr zu uns drehen oder Bildschirmfehler oder so? Hallo, also wir sind News 42 und durch unser Projekt bekommt ihr Fakten über News, damit wir Fake News entgegenwirken können. Genau, also ich glaube, einige von Ihnen kennen das bestimmt. Wenn man im Internet nach News sucht, gibt es verschiedene Quellen, die ganz verschiedene Fakten haben und eben diese Glaubhaftigkeit und die Objektivität von diesen variiert. Und die Lösung dafür wäre natürlich, viele Seiten zu durchsuchen, also selber und die Fakten zu vergleichen, um die richtigen rauszufiltern. Und damit man das nicht immer selber machen muss, haben wir dafür was programmiert. Genau, bei diesen vielen Quellen, vielen verschiedenen News-Outlets, die wir eben anfragen, besteht halt das Problem, dass die Objektivität nicht immer gegeben ist oder nicht ganz gegeben ist. Und genau, das könnten zum Beispiel, die Artikel könnten emotional behaftet sein oder sogar falsche Informationen enthalten, wenn auch nur klein. Besonders wenn ein Event sehr jung ist, kursieren natürlich auch verschiedene Informationen meistens. Genau, und um das gegenzuchecken, müssen wir eben dem Computer beibringen, dass der Sprache oder menschliche Sprache, die in Artikeln benutzt werden, richtig versteht. Und das macht man eben mit NLP und das wird euch dann später erklärt. Genau, wir haben viele Quellen deswegen auf Objektivität und Emotionalität geprüft und dann klare Fakten herauskristallisiert. So, wir kommen jetzt zu den magischen Algorithmen und meinem passenden T-Shirt. diese magischen Algorithmen, die wir benutzt haben, tun nämlich witzigen Kram. Wir haben Spacy mit Keras und einem TensorFlow-Backend verwendet. Das ist also am Ende eine künstliche Intelligenz mit einem LSTM Neural Network, welches einem pre-trained English Dataset hat, welches bereits Word Vectors enthält. Wir haben das Model dann selbst noch ein bisschen weiter trainiert. Wir haben, dazu erzählt euch gleich Fabian noch ein bisschen mehr, einen performanten Scraper geschrieben, der sich von verschiedenen Nachrichtenseiten Artikel ziehen kann. Die haben wir dann gegen das Dataset geworfen. Ein kleines Problem war, dass uns keiner eine GPU schenken wollte oder so eine TPU, weil die so 2-3 Euro kosten. hat man vielleicht in Nachrichten gesehen. Aber auf jeden Fall haben wir das auf der CPU gemacht und konnten dann damit Classification, Tokenization, Entity Recognition und Linguistic Features filtern. Und weil das alles sehr abstrakt ist und viele von euch vielleicht sich nicht so viel darunter vorstellen können, haben wir das mal visualisiert, dank Spacy. Displacy. Und hier haben wir mal einen Titel genommen, einer der ersten, ein relativ junges Report von den New York Times. Der Titel ist At War, Afghan War Casualty Report, November 16 to 22. Das ist jetzt was sehr Abstraktes und das Problem ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das sind Wörter, die wir vielleicht verstehen, aber das ist nicht unbedingt etwas, was ein Computer versteht. Dafür gibt es ja auch Programmiersprachen. Dieses tolle Diagramm zeigt jetzt die Dependency von jedem Wort auf ein anderes Wort und in dem Gesamtsatzkontext auf. Das sind die verschiedenen linguistischen Features halt. Und das Schöne ist jetzt, damit können wir nicht viel anfangen. Was wir aber machen können, ist, wir können Entities klassifizieren. Dafür haben wir auch das neuronale Netzwerk. Und dann kommt dann dieses Programm und macht dann das da. Diese ominösen Algorithmen suchen sich nämlich dann in dieses neurale Netzwerk raus und klassifizieren dann verschiedene Teile des Satzes. Zum Beispiel wurde jetzt erkannt, dass Afghan War Casualty Report ein Event ist und November 16 to 22 ein Date. Und darüber können wir dann die Bewertung eines Artikels machen, nämlich wir können uns die Objectivity und Sentiment angucken. Sentiment ist nämlich positiv, negativ und emotional behaftet. Und naja, damit mitteln wir halt dann unseren Wert. Jetzt kommen wir zum Core. Darüber erzählt euch jetzt Fabian was.
Ja, Daniel hat ja gerade sehr schön erklärt, wie wir diese Dinge analysieren. Der Spaß ist, um die analysieren zu können, müssen wir sie erstmal in eine Datenbank runterladen, in einer Form, mit der wir die in ein anderes Programm reinstecken können, um das weiter zu verarbeiten. Das nennt sich dann Scraping. Dafür verwenden wir in erster Linie RSS-Feeds. RSS-Feeds kann man sich so vorstellen, dass jedes News-Outlet einen RSS-Feed anbietet, in dem dann eben einfach zu verarbeiten eine Liste von Artikeln sich befindet, die halt eben als zuletzt entschieden sind. Da steht dann zum Beispiel noch Metadaten drin, also der Titel des Artikels, dann eine kurze Zusammenfassung, der Autor und irgendwelche Tags, also beispielsweise jetzt Brexit ist ein sehr aktuelles Beispiel. Und damit können wir dann eben schon mal Metadaten laden. Das Problem ist, wir brauchen für die Analyse den gesamten Text des Artikels, der ja mehrere hundert Wörter lang ist unter Umständen. Und das steht nicht in diesem RSS-Feed drin. Dafür laden wir dann das gesamte HTML dieser Seite, auf der der Artikel steht, runter und parsen das dann seitenabhängig in irgendeiner Art und Weise, dass wir dann am Ende nur noch Text haben, den wir verarbeiten können. Das müssen wir für jede Seite neu machen, da die alle anders aufgebaut sind. Also wir haben quasi für The Guardian einen eigenen Scraper, für die New York Times einen eigenen Scraper und so weiter und so weiter. Das bedeutet, es ist nicht ganz einfach. Diese ganzen Scraper haben wir in Go geschrieben, weil wir damit sehr schön parallel das machen können und das dadurch sehr performant wird. Also wir können in 5 Sekunden so ungefähr 300 Artikel runterladen und bei uns in die Datenbank platzieren. Ja. Und über die Verbindung zwischen dem NLP und dem Core erzählt jetzt Henning etwas. Genau, im Backend verwenden wir Python Django, das ist eine REST-API und die verbindet eben den Core, den NLP und das Frontend. Und zum Frontend wird jetzt noch mehr erzählt. Ja, genau, also das Frontend haben wir in React.js geschrieben und außerdem haben wir noch Material UI verwendet. Ja, es war jetzt erstmal ziemlich viel Input. Die meisten sind jetzt wahrscheinlich schon ausgestiegen. Deshalb hier jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für all die, die jetzt nicht unbedingt die technischsten Hochleistungen erbringen. Also, wie gesagt, der Core. Keine Sorge, ihr seid hier unter gleich. Passt alles. Also, nee, also wir haben ja einmal den Core jetzt, wie schon erzählt wurde. Das ist einmal die ganze Webseite. Die müssen wir irgendwie erst mit dem Computer zu verstehen geben. Das heißt, es wird umgewandelt, dass wir nur noch den Text haben, den wir wirklich brauchen. Danach tun wir das dann ins Backend. Das bedeutet, da wird dann, oder vorher noch das NLS, also Natural Language Processing. Das heißt, da wird dann sozusagen nach Schlagwörtern gesucht, was ist wichtig. Bei Brexit zum Beispiel wäre das Wort Brexit das Schlagwort, damit wir das in Kategorien einteilen können. Das wird dann in die Datenbank gespeichert und dann zum Beispiel durch das Backend ans Frontend gegeben, das heißt Frontend, damit das wirklich jeder schön lesen kann, alles schön sortiert nach Kategorien, wie objektiv, wie subjektiv das bewertet wurde. Und das ist, wie gesagt, wird alles vom Backend verbunden. Das war jetzt soweit unsere Präsentation. Wie gesagt, für Fragen würden wir noch zur Verfügung stehen, hauptsächlich eher, aber da werden wahrscheinlich die meisten. Also ja, danke für eure Aufmerksamkeit und dann gebe ich jetzt, glaube ich, mal wieder an die Moderatoren weiter. Oder... Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich es darauf reagieren kann. Ja, warum stehen jetzt wieder Stefan und ich hier? Das ist so der indirekte, traurige Hinweis drauf, dass quasi jetzt Jugendhackt sich tatsächlich, Jugendhackt hier in Ulm dem Ende nähert. Also quasi das war jetzt die letzte Präsentation. Wie gesagt, wenn technisch was nicht hingehauen hat, wenn wer, der weiter hinten gesessen ist, was nicht so gut sehen konnte, nutzt die Gelegenheit, quatscht nochmal alle an. Die Projekte sind echt, da sind so viele Details versteckt. Schon allein zum Beispiel der 3D-gedruckte Schalter für den Herd und dann noch ist was gelesen, also mit einem Lesekarte gemacht worden, Details anschauen, die App anschauen, dass diese, ich meine, auch wenn es hier nicht funktioniert hat, es funktioniert ja, lass es euch zeigen. Genau. Wir stehen mit unserem Wort dafür. Wir haben das schon gesehen, dass es funktioniert hat, definitiv. Ja, jetzt ist der Punkt, es ist eigentlich ultra schade, dass dieses große Alpaka jetzt hier von der Bühne verschwunden ist, weil jetzt wäre der Moment, wo ich, das ist, die Spezialeffekte klappen hervorragend heute. Das ist,
Erstens wäre der Moment, wo ich eigentlich vorhin Danke für Hajo und Biene sagen wollte. Ich war nur so geflasht von dem fulminanten Feuerwerk da gerade eben. Also danke an Hajo und Biene für die Moderation. Wer die öfter sprechen hören möchte, Biene hat einen YouTube-Kanal und Hajo macht Lehre an der Hochschule. Jetzt ist der Moment eigentlich, wo man so traurig dieses Alpaka flauschen möchte, weil das war jetzt Jugendhakt Ulm für dieses Jahr. Und ich tue gerade nicht so, als wäre traurig meine Stimme. Aber nein, es geht weiter. Wir sind nicht ganz am Ende unseres Lateins, auch nicht mit Jugendhakt, weil das geht ja nächstes Jahr auch weiter. Genau, also Jugendhakt gibt es ja jedes Jahr. Jugendhakt gibt es in ganz vielen deutschen Städten. Manche von euch Teilnehmenden waren ja eh auch schon bei anderen Events. Also man sieht sich ja bei Jugendhakt wunderbarerweise meistens mehr als einmal. Und dann gibt es noch Angebote auch im Verschwörhaus. Stefan, was gibt's da? Genau, also nicht nur, also wenn ihr wollt, gucken wir, dass wir nächstes Jahr wieder einen Jugendhakt in Ulm machen. Ich weiß nicht, wie das, okay. Aber es zählt das, was ich eingangs schon sagte, das reicht ja nicht nur, das einmal im Jahr zu machen. Wir möchten ja viel mehr Programme anbieten. Es gibt die Digital-AGs. Das ist ein gemeinsames Projekt auch von der Open Knowledge Foundation. Diesmal tatsächlich ohne mediale Pfade. Sonst sind die dabei. Aber hier ist die Open Knowledge Foundation mit dem Verschwörhaus. Da haben wir jeden zweiten Dienstag Programm. Das richtet sich an Jugendliche auch wieder, wie eben Jugendhakt. Und ihr könnt dort Laserkarten 3D drucken, Herde bauen, aber Herdknöpfe auf jeden Fall drucken und wie auch einfach gesagt, coolen Scheiß machen auf jeden Fall. Also da freuen wir uns, wenn wir einige von euch wieder dort begrüßen können. Und ansonsten kommt jetzt wirklich der Part, wo wir Schnüff, Schnüff machen und euch ganz, ganz herzlich danken, euch allen, die hier an diesem Wochenende da wart, die ihr heute eure Projekte gezeigt habt. Danke nochmal, einen Applaus für euch alle. Und dann noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Ihr habt das Gepäck noch drüben im Verschwörhaus. Und was auch drüben im Verschwörhaus dann noch zu tun ist, neben dem Gepäck sich das mitzunehmen, meldet euch ab. Vergesst nicht Bescheid zu geben, wenn ihr geht. Ich gehe jetzt nach Hause, dann können wir das abhaken und dann wissen wir, okay, ihr seid nicht irgendwo in einem Raum noch am Werken und weiterarbeiten, sondern ihr seid zu Hause und genießt den Sonntag. Tschüss.